Hi, ich wollte euch mal was kurz zeigen. Nicht das Messer, weil das Messer habe ich euch schon öfters vorgestellt. Ich wollte mal kurz anfangen damit. Ich habe einen netten YouTuber kennengelernt, der seinen Kanal praktisch nicht vor langer Zeit eröffnet hat. Er hat 500 Abonnenten jetzt. Er schleift Messer. Er hat auch seine Videos bei YouTube. Den Kanal setze ich euch natürlich in der Info unten drunter. Ja, und der schleift seine Messer wirklich mit Spiegelpolitur. Ja, spiegelpoliert. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut einfangen kann. Wenn nicht, ihr könnt natürlich auch Videos über diese spiegelpolierten Klingen in seinem YouTube-Channel finden, den ich euch natürlich unten verlinke. Und ich verlinke euch auch den Facebook-Channel, wo ihr ihn finden könnt. Da könnt ihr ihn natürlich auch schreiben und mit ihm Kontakt aufnehmen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, er ist super mega zuverlässig. Ich habe ihm die Klinge letzte Woche Freitag zugesandt. Am Samstag war die bei ihm und schon was war das? Am Freitag hatte ich die wieder bei mir. Also sehr schnell, super schnell mit Spiegelpolitur und allem drum und dran. Nicht Spiegelpolitur, sondern mit Spiegelpoliert so gesagt. Und das finde ich bei ihm mega, weil er macht das wirklich super mega fein. Ich weiß nicht, ob er so gut einfangen kann. Und wenn ich gegen die Halterung der Kamera stoße, dann entschuldige ich mich schon dafür. Ich weiß nicht, ob er so gut einfangen kann. Auf jeden Fall ist da eine Spiegelpolitur drinne, also spiegelpolierte Klinge. Denn ich habe mir das von meiner Family bestätigen lassen. Und ich finde es mega Hammer, wie er das gemacht hat. Ich habe mir das selber unter der Lupe angeschaut. Hammer, Hammer, Hammer. Und die schneidet wie eine Rasierklinge. Ja, wollt ihr euch mal kurz den René Lange ans Herz legen. Falls ihr ihn noch nicht kennt, dann einmal bitte auf seinen Kanal drauf gehen, ihn abonnieren und kommentieren. Na, und ich finde, er macht eine super Sache für nicht zu viel Geld. Und ich kann es euch nur empfehlen. Schickt ihm eure Messer zu, denn es lohnt sich. Ja, bedanke mich herzlich und wünsche euch dann noch eine schöne Zeit. Euer Blind EDC Micha.